Es ist wieder soweit. Der Friedrichstadtpalast lädt bis zum 26. Dezember zur neuen Weihnachtsrevue Jingle Bells 2007 ein. Die Stars und der neue Geschäftsführer Dr. Bernd Schmidt stellten sich während der Pressekonferenz vor. Die Schauspielerin Antje Rietz berichtet über ihre Rolle. Ich bin eine Puppe. Ich bin die, ich nehme an, die Lieblingspuppe von der Hauptdarstellerin, von der April Heiler, die die Göre spielt. Die schläft ja ein am Anfang, also die Göre schläft ein und fängt an zu träumen und träumt einen Weihnachtstraum. Und in diesem Weihnachtstraum wird die Puppe sehr lebendig. Und statt dass sie immer nur Mama sagt, wenn man ihr auf den Bauch drückt, fängt die Puppe in dieser Inszenierung an, Trompete zu spielen. Das ist Marie-Chantal Giselle, meine Puppe. Darf ich mal? Das habe ich mir gewünscht, seit ich 5 bin. Das Autorenteam Jürgen Nass und Roland Welke erarbeitete in diesem Jahr die Geschichte über den Weihnachtstraum. Wie kann man sich die Arbeit als Autor vorstellen? Als Autor für eine Revue ist man natürlich nicht nur im stillen Kämmerlein, man ist sehr viel im stillen Kämmerlein, aber natürlich dann, wenn inszeniert wird, ist man natürlich auf der Bühne mit dabei. Insofern ist die Autorenschaft vielmehr eine Kreation von Bildern als jetzt eine Textkreation. Und bei Jingle Bells ist es so, dass wir da auch die Arbeit aufteilen, dass wir für die Texte, für die wirklich gesprochenen Texte, auch noch Texter haben, die dann aber in das Gefäß hineinschreiben, was wir vorgegeben haben. Auch die Liebhaber von Artistik kommen nicht zu kurz. Neben Eistanz und Darbietungen am Schleuderbrett können die Zuschauer diesmal einen fliegenden Engel bestaunen. Der Countertenor Hagen Matzeit begleitet die Artistiknummer mit himmlischem Gesang. Was bedeutet Weihnachten für Sie, Frau Rietz? Ich habe seit nunmehr 3 Jahren Kinder und dadurch hat sich der Blick auf Weihnachten nochmal sehr verändert. Also das Schmücken zu Hause ist plötzlich ganz wichtig geworden und die Vorbereitung darauf mit Singen und Musik ist wieder mehr in den Vordergrund getreten. Das war früher, als ich noch klein war, auch ganz wichtig, Musik zu Hause zu machen. Und jetzt machen wir das mit den Kindern zu Hause auch. Und durchaus auch der christliche Aspekt ist für mich ganz wichtig. Für energiegeladene Stimmung sorgt Angelika Weitz als Frau vom Nikolaus, die alle Wunschzettel bearbeitet. Haben Sie schon einen Wunschzettel geschrieben? Ein Wunschzettel für dieses Jahr? Nein, habe ich nicht. Anna-Maria Kaufmann verzaubert als Feenkönigin das Publikum und versetzt alle in weihnachtliche Stimmung.